Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play One Piece Pirate Warriors 4. Das letzte Level war sehr kurz. Es liegt aber auch daran, dass hier alles... Oh, das sind ja alles für Level 3 Level gedacht. Okay, das werden jetzt wohl 4 sehr kurze Parts. Die kann ich theoretisch alle einen Tag hochladen. Wir machen einfach jetzt trotzdem die mit denen ich am wenigsten klarkomme, diese Reihenfolge durch. Das heißt, jetzt machen wir erstmal Marco, weil mit Marco komme ich auch nie klar. Was braucht Marco? Er kriegt... da oben ist Combo, okay. Nee, da will ich nicht lang. Ich will die nicht unbedingt aufleveln, die Fähigkeiten, die ich vielleicht gar nicht benutze. Ich kriege ja jetzt halt gar keine Münzen, also werden gerade Combo-Attacken ein bisschen schwer freizuschalten, aber die Spezialattacken gehen auf jeden Fall mal. Schau mal. Phoenix-Angriff führt in Phoenix-Form einen Sturmangriff aus. Phoenix-Überfall dreht sich in Phoenix-Form umher. Und Transmigrationsflamme führt in Phoenix-Form eine Stoßwelle in der Umgebung aus. Okay, damit hätten wir Kombos und Spezial. Er hat auch noch eine Fähigkeit, macht dich temporär unbesiegbar, wenn du einen Schleuderangriff startest. Keine Ahnung, was das bedeutet, wenn du Schleuderangriff so wirklich, aber hab's einfach mal geholt. Okay, ich muss jetzt aufpassen, ich habe fast keine Münzen mehr. Gut, dann müssen wir drei Fähigkeiten ersetzen. Flamme der Wiederauferstehung ersetzen wir schon mal durch die Transmigrationsflamme, den Phoenix Tritt ersetzen wir durch den Phoenix Angriff und Phoenix Zündung, Phoenix Überfall. Okay, alles klar. Ich habe jetzt halt das Problem, das ist für Level. Ich sollte auf jeden Fall ein bisschen versuchen, normale Gegner zu killen, bevor ich die Bosse kill. Oh. Hier ist was anderes. Okay, ich habe die. Oh, ich habe das Level gar nicht durchgelesen. Ich will kurz wissen, was das überhaupt bedeutet. Also, das. Vielleicht interessiert es euch auch. Ich werde es kurz vorlesen und dann reingehen ins Match. Und zwar, dieses Level heißt, wie man auf dem Meer lebt. Jeder, der sich auf hoher See keinen Namen machen kann, wird mit Sicherheit untergehen. Besiege die Piraten, erhöhe dein Kopfgeld und werde berühmt. Wenn du einen Gegner besiegst, wird dein Kopfgeld erhöht. Übersteigt dein Kopfgeld eine bestimmte Menge, gewinnst du. Okay. Das klingt eigentlich auf jeden Fall interessanter als die Geschichte mit Pika. Pika hätte ich vielleicht auch... Das Level hat sich ganz schön geändert gerade. Ich gehe es nicht nochmal raus. Jetzt machen wir es halt so. Jetzt bin ich mal gespannt, wie das hier funktioniert. Ich habe noch kein Kopfgeld. Also die kleinen Pimpfe geben schon mal nichts. Diamante hier wird keine Chance haben. Sorge dafür, dass das Gesamtkopfgeld für alle 4-2... Wow! Okay. 10.000 für einen kleinen Pimp, 50.000 für Diamante. Und wir sollen 2... Moment. Law hat mir einen der Kills geklaut, der Bastard. Okay. 2000 Millionen, was auch immer das für eine Zählung ist. Holy shit, okay. Mr. Free hier will aufs Maul. Uiuiui, ich komme mit diesen Attacken absolut nicht klar. Marco war schon im dritten Teil extrem verwirrend, aber jetzt gibt es halt auch noch den erweiterten Flugkampf. Und deswegen kommt ja gar keiner. Ja, der geht klar. Holy shit, überall steigt Kopfgeld. Alter. Okay. Da war keiner. Guter Angriff, Marco. Sehr guter Angriff. So. Weg mit euch allen hier. Wieder einer weniger. Zorros Kopfgeld steigt. Mein Kopfgeld ist schon ein bisschen höher als euers. Aber ich glaube, das ist auch irgendwie Canon. Marco ist... ein Kommandant von Whitebeard. Und die anderen sind Supernova-Level. 50 Generation und so. Die sollten schon weniger Kopfgeld haben als ich. Ich habe jetzt schon 360 Millionen Berry-Kopfgeld gerade hier. Aber hier habe ich wenigstens mal Gelegenheit, alle Attacken zu sehen und so. So, jetzt haben wir mal Schluss mit den Pimpfen. Ich kümmere mich mal um die dicken Fische da hinten. Denn die sind auch noch irgendwie eine Art Hauptmission. Und ich glaube, die brauche ich auch am dringendsten. Oh, Bartolomeo kriegt da voll auf die Fresse. So, ich bin jetzt auch hier. Ich kümmere mich darum. Ich sollte mal erstmal runterkommen, okay. Au, Bartolomeo, was soll der Scheiß? Ey, tu den Scheiß Schild da weg, was geht? So, wieder zwei weniger. Ich habe jetzt schon eine halbe Milliarde. 520 Millionen Berry Kopfgeld. Holy shit. Oh, der große Pirat Drake ist aufgetaucht.
ist der irgendwie mehr wert als die anderen Pimpfe. Bartholomew ist raus. Bellamy ist auch raus. Der Dude ist raus. Und hier sind ganz viele Kills für mich. Uiuiui. Okay, da habe ich zwei fette Dudes weggeklopft. Die haben vor allem Geld gegeben. Die anderen haben Kills gegeben. Die brauche ich ja auch. Mein Kopfgeld ist jetzt bei 720 insgesamt. Zorro kriegt hier kein Kopfgeld zusammen. Der Drake ist wahrscheinlich extra stark gemacht worden. Okay, das ist wenigstens ein Level, das nicht nach 2 Minuten vorbei ist, wie das mit Kinemon im letzten Part. Also, das war irgendwie blöd gelaufen. Ich habe nicht erwartet, dass nur weil ich Pika besiegt, dass es dann sofort vorbei ist. Ich dachte, da kommt noch was, aber da kam dann nichts mehr und dann war es mir eh zu blöd. So. Mal sehen, wie viel Drake wert ist. Wir haben schon 760, also fast die Hälfte erreicht. Drake, du hast keine Chance, nur zur Info. Familie Frankie will unser Kopfgeld. Okay, er hat 200 Millionen gegeben. Wir haben jetzt schon genau die Hälfte erreicht, okay. Erobere das Gebiet Ufer, um die Gruppe Familie Frankie zum Rückzug zu zwingen. Okay, dann machen wir das doch mal schnell. Hallo! Hawkins und Co. sind aufgetaucht. Ja, hier tauchen immer neue Dudes auf. Der Kopfgeld, wir uns schnappen können. Oder wodurch wir unser Kopfgeld erhöhen können, so gesagt. Hier sind mir ein bisschen zu wenig Gegner. Was soll das? Hier, kommt ihr mal her. Okay, ich geh mal da hoch. Hier sind ganz schön viele. Wenn ich die alle wegklopp, dann krieg ich bestimmt Kohle. Kommandant des Transporttrupps. Uiuiui. Okay, sind noch nicht alle tot. Aber das Kopfgeld steigt. Cavendish, was bist du denn hier, du? Okay. Weg mit euch. Die sind ganz schön pisst, weil ich die hier zerfetze. Und das sollte aber auch gleich schon dieses Ufer erobert sein. Nur noch den Anführer wegkloppen. Holy shit, Alter, mein Kopfgeld. Ah, das ist ein interessantes Prinzip. Also das finde ich ganz lustig. Das ist mal was anderes. Und das war wieder zu weit oben. So, weg mit euch allen. Cavendish ist hier noch, der will auch besiegt werden. Na doch gleich mal Special Attack. Da hinten ist ein Totenkopf auf der Karte. Bart Cavendish ist noch nicht besiegt, aber jetzt. So, mein Kopfgeld, unser Kopfgeld ist schon ziemlich hoch. Meinst du, ich habe halt alleine fast schon die Hälfte des C-Kopfgelds erreicht? Alter, krass. Okay, dann machen wir die zwei fetten Dudes da oben platt, würde ich sagen. Zorro hat 500 Gegner besiegt. Ah, das war wieder auch das Kopfgeld. Okay, cool. Das ist, ich finde das echt interessant, dieses Prinzip. Leider ist es halt für Level 3. Ich hoffe, da kommen noch mehr solche Level, die bei denen ich dann nicht lächerlich overpowered bin. Weil das ist echt spaßig. Das ist lustig. Coole Idee. So, hier, weg. Alle zur Hölle fahren hier. Ich flieg da mal rüber. Brook ist sauer, wenn wir hier alle killen. Sind die dicken Gegner da hinten alle besiegt, oder? So, ich habe die 2.500 geknackt schon. Das ist insgesamt ein Kopfgeld von mehr als 1,5 Milliarden Berry. Pika ist aufgetaucht. Ich bin gerade über 1 Milliarde wert. Das trifft es eigentlich ganz gut sogar. Obwohl, es ist schon mehr wert, oder? Mein Check ist 1 Milliarde wert. Ich denke, Marco müsste mehr wert sein. Ich glaube, Marcos Kopfgeld wurde noch nicht genannt. So, irgendjemand. Pika, genau. Ist als neuer Endforce aufgetaucht. Da ist er. Der rollt hier ein bisschen durch den Boden. Ich lasse ihn mal noch kurz in Ruhe, weil da hinten ist noch einer. Den hole ich mir zuerst. Ihr anderen könnt gegen Pika kämpfen. Ihr kriegt den eh nicht alleine platt, wahrscheinlich. So, Brook, du bist das. Komm her, Brook. Mach dich kalt. Joho. Noch kälter.
Wo ist er denn? Da. Soul, ich zeig dir Soul. Weg mit dir. Oh, so gut wie weg. So, schon. Und tschüss. So, Kopfgeld 1,66 Milliarden insgesamt. Sehr gut. BJ und Co. sind aufgetaucht. Ja, es kommen immer wieder neue Charaktere. Jetzt mal sehen. Ich glaube, wenn wir Pika besiegen, kriegen wir gleich nochmal... Holy shit. Ah, ich habe die 3000 geknackt. Geil. Dann kriegen wir wahrscheinlich nochmal 200.000. Ich glaube, so viel haben wir letztes Mal bekommen, bin mir aber nicht sicher. Und dann wär's das. Aber cooles Level, cooles Prinzip. Kid ist hier. Ja, dann brauchen wir jetzt nicht unbedingt killen. Ich hoffe, ich krieg hier auch ein paar Münzen von diesen Kämpfen hier. Das wäre cool. Geh mal weg, Pika. So. Ah, fast fertig. Ich nehme gerade Kid mit ins Ungewisse. Damn. Wir haben weit über 3000 Kills. Den will ich. Den da. Gib mir deine Bronze Münzen. Okay, wir haben es geschafft eigentlich. Wir sind fertig. Da gibt es ja auch ein Zeitlimit, sehe ich gerade. Fertig. Marco hat alleine 1,5 Milliarden. Holy shit. Lol. Easy. Lass mal sehen, ob ich die fetten Münzen bekommen habe. Oh, Zorro ist maximales Level. Nice. 54, ja gut. Ist fürs aktuelle Level in Ordnung. Schön. Das war's dann für diesen Part. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut und bis dann. Ciao.